Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Ich mache das gleich mal von meinem Platz aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Stadträtinnen und Stadträte, auch wenn wir heute noch umfangreich über die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine sprechen werden, will ich an dieser Stelle doch einen Überblick über die neuesten Entwicklungen geben. Tatsache ist, dass die Zahl der ankommenden Menschen aus der Ukraine nicht mehr so stark ansteigt, wie es in den ersten Wochen gewesen ist. Mit dem heutigen Tag hat die Stadt 6.500 Personen, insbesondere Frauen und Kinder, registriert. Aus den Zahlen des sächsischen Innenministeriums wird deutlich, dass vor allem Leipzig, aber noch viel stärker Dresden, es sind, die als Zielort für Geflüchtete attraktiv sind. Hinter jedem Menschen, der ankommt, verbirgt sich ein individuelles Schicksal, eine eigene, oft dramatische Geschichte. Die Stadtgesellschaft leistet nach wie vor Tag für Tag Unglaubliches, um diesen Geflüchteten immer zu helfen. Insbesondere auch mit der Gastfreundschaftspauschale von 5 € pro Tag wollen wir dieses Engagement auch etwas würdigen. Ohne die Gastfreundschaft der Dresdnerinnen und Dresdner, die so viele Geflüchtete in ihren privaten Wohnungen und Zimmern aufnehmen, wäre eine Unterbringung in dieser Größenordnung nicht möglich. Dies dürfen wir nicht vergessen, wenn wir heute über die Anmietung von zahlreichen Objekten beraten. Natürlich entstehen für uns, für viele große Kommunen, nicht unerhebliche Kosten. Und so ehrlich muss man sein, wir wissen nicht, wie lange wir die Kapazitäten benötigen. Niemand kann eine Prognose über den Kriegsverlauf und damit die Fluchtbewegung geben. Doch ein einfaches Zuwarten kann es an dieser Stelle nicht geben. Notunterkünfte wie in Turnhallen oder hier in der Messe dürfen sich nicht als Dauerlösung erweisen, wenn es Alternativen dazu gibt. Ich will an dieser Stelle aber auch ausdrücklich unserer Verwaltung meinen Respekt zollen. Denn jeder Geflüchtete bedarf in vielfältigster Weise die Unterstützung der Ämter und dies nicht nur bei der Unterbringung. Inzwischen sind knapp 1.300 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Hinzu kommen über 200 Kinder in Krippen und Kitas. Hier heißt es auch, Kapazitäten schaffen und die Betreuung sicherstellen. Hinzu kommen rein bürokratische Thematiken wie die ausländerrechtliche Registrierung und die Auszahlung von Sozialleistungen. Dies alles zu bewältigen, bringt auch unsere Strukturen an ihre Grenzen. Es ist ein glücklicher Umstand, dass wir Stück für Stück Erleichterung bei der Pandemiebekämpfung erhalten. Durch gesetzliche Veränderungen beginnen wir, Personal aus dem Gesundheitsamt wieder in die Ämter zurückzuführen. Oftmals, um diese Personen dann direkt bei der Ukraine-Hilfe einzusetzen. In den kommenden Monaten werden die Bürgerinnen und Bürger, aber Sie als politische Vertretung spüren, dass Ukraine-Hilfe und Pandemie eine Prioritätensetzung erfordert, die zulasten anderer Themen geht. Auch dafür braucht es Verständnis und keine Generalkritik an der Verwaltung. Trotzdem hinterfragen wir kritisch, wo wir weiter Verbesserungen erreichen können. So sind die Wartezeiten für Geflüchtete und ihre Helfer im Sozialamt viel zu lang und hier bedarf es weiter Kraftanstrengung, um die Situation zu entspannen. Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Rat schon oft, auch wortreich, über das Thema Willkommenskultur debattiert. Heute erleben wir, dass unsere Stadtgesellschaft stärker ist, als vielleicht von manchen vermutet. Die Zeit würde nicht ausreichen, um alle Konzerte, Angebote und Initiativen aufzuzählen. Mit Blick auf das anstehende Osterfest haben wir zum Beispiel mit Unternehmen des Einzelhandels eine kleine Aufmerksamkeit für Kinder, die auf der Flucht sind, organisieren können. Über 3.000 Ostertüten wurden im Galeria Dresden befüllt und werden in den Hallen und Treffpunkten gebracht und den Kindern überreicht. Schülerinnen und Schüler haben sich außerdem eigene Osteraktionen überlegt, um die Kinder zu überraschen. Dieser furchtbare Krieg hat aber nicht nur Dimension der Flucht, die uns hier natürlich besonders beschäftigt. Es geht letztendlich auch um eine politische Dimension.
Für die Menschen aus der Ukraine geht es um nichts weniger als um das Überleben ihrer kulturellen Identität. Aus diesem Grund freut es mich besonders, dass das Sinfonieorchester Kiew am 25. April im Kulturpalast zu Gast sein wird. Ohne die kurzfristig organisierte Deutschland-Tournee müsste sich dieses traditionsreiche Ensemble auflösen, weil im eigenen Land keine Auftrittsmöglichkeiten bestehen. Ich glaube, gerade in Dresden gibt es eine große Empathie für den Schmerz, den eine solche Folgewirkung des Krieges verursacht. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit der Philharmonie nicht nur dafür entschieden, den Kulturpalast zur Verfügung zu stellen. Wir werden dieses Konzert gerade für die Ukrainer und Ukrainer, aber auch für die Dresdner auf dem Schlossplatz live übertragen. Wir wollen ein Signal senden, dass wir nicht nur Unterbringung organisieren, sondern auch die Kultur der Ukraine unterstützen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie und viele weitere Dresdnerinnen und Dresdner am 25. April entweder dem Konzert im Kulturpalast lauschen oder wir Sie auf dem Schlossplatz begrüßen können. Vielen Dank. Soweit Bericht des Oberbürgermeisters.